Nach diesem stimmungsvollen musikalischen Auftakt und der beeindruckenden Chorleistung unserer Paramusik darf ich Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Freiwilligen Sozialen Jahr und im Bundesfreiwilligendienst, zu dieser Feier herzlichst begrüßen und willkommen heißen. Sie stehen heute im Mittelpunkt einer Feier, durch die wir Ihnen unsere Anerkennung und Wertschätzung für eine Tätigkeit zum Ausdruck bringen wollen, die Sie freiwillig und mit großem Engagement für andere Menschen und somit auch für das Gemeinwohl noch erbringen oder erbracht haben. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Freiwilligen Sozialen Jahr und im Bundesfreiwilligendienst, drei zentrale Aspekte Ihres Freiwilligendienstes möchte ich besonders in den Blickpunkt rücken. Erstens, im letzten Jahr feierten wir das Europäische Jahr des Freiwilligendienstes. Mit dieser Aktion hatte die Europäische Union ihre Anerkennung und Wertschätzung gegenüber den Freiwilligendiensten zum Ausdruck gebracht, die sich in vielfältiger Weise mit ihrem Engagement für ein soziales, solidarisches und am Gemeinwohl orientiertes Europa einsetzen. Für die EU, für die Europäische Union, sind Freiwilligtätigkeiten zentrale Schlüsselkompetenzen zur Festigung der Zivilgesellschaft in den europäischen Ländern und der konsequenten Förderung von Bürgersinn. Aus dieser Sicht ist auch Ihr FSJ und Ihr BFD ein Beitrag zur harmonischen Entwicklung eines
sozialen Europas. Zweitens, wir feierten im letzten Jahr das 30. Jubiläum des FSJ. Rückblickend können wir feststellen, dass das Freiwillige Soziale Jahr für unseren Verband und insbesondere für die 3.300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die seit 1980 an diesem Jugendfreiwilligendienst teilgenommen haben, zu einer Erfolgsgeschichte geworden ist. Wir begannen 1980 mit 22 Freiwilligen im FSJ und haben aktuell 440 Freiwillige in über 200 sozialen Einrichtungen beschäftigt. Davon sind ca. 70% weibliche und ca. 30% männliche Teilnehmer. Das Durchschnittsalter liegt bei 19 Jahren. 70% aller Freiwilligen aus dem FSJ ergreifen später einen Beruf in einem sozialen Bereich. Hier wird einmal mehr deutlich, dass das FSJ ein wichtiges gesellschaftliches Rekrutierungsfeld für soziale Berufe geworden ist. Gerade mit Blick auf den Fachkräftemangel in den sozialen Arbeitsfeldern ist dieser Freiwilligendienst unersetzlich. Nun ist seit Juli 2011 ein neuer Freiwilligendienst dazugekommen. Der Bundesfreiwilligendienst. Manche nennen ihn die Buftis, wir nennen es die BFDler. Er bereichert das Angebot der Freiwilligendienste und ermöglicht es in Zukunft, dass alle Altersgruppen einen Freiwilligendienst ableisten können. Bereits 35.000 Freiwillige aller Altersgruppen haben bundesweit diese Form des Freiwilligendienstes gewählt und die Nachfrage wächst ständig. Dies ist ein äußerst erfreuliches Ergebnis und zugleich ein sehr wichtiges Signal für die Entwicklung einer aktiven Bürgergesellschaft. Auch beim Paritätischen wurde dieses Angebot sehr gut angenommen. Denn mittlerweile gibt es beim Paritätischen Landesverband insgesamt 290 BFDler. Auch die Zielgruppe der über 27-Jährigen traut sich an den neuen Freiwilligendienst heran. Die älteste BFDlerin ist stolze 70 Jahre alt. Prinzipiell ist festzustellen, dass Männer und Frauen im Bundesfreiwilligendienst ungefähr gleichmäßig verteilt sind. Auch wird der Bundesfreiwilligendienst von beiden Geschlechtern gut angenommen. Fassen wir zusammen. Das FSJ und der BFD ist nun Teil ihres Lebens geworden. Mit dieser Feier wollen wir mit Ihnen diesen Lebensabschnitt würdigen, um Ihnen nachhaltig in Erinnerung zu halten. Durch diese Freiwilligendienste konnten Sie sich wertvolle Lernerfahrungen erschließen, die in Ihrer Persönlichkeitsentwicklung und Ihrer biografischen Orientierung wertvolle Spuren hinterlassen haben. Okay. Check two. Check microphone. Check one. Check microphone. Check two. Check microphone. Ich noch Bock Wasser. Dankeschön. So, also wir haben uns noch gar nicht vorgestellt, also wir wurden hier vorgestellt, Tobias, Sebastian und wir machen Beatbox. Und das ist eigentlich total einfach. Man braucht dafür nämlich nur drei Töne, und zwar einmal die Bassdrum. Was? Die Bassdrum. Ich habe mir das auch. Schau mal. Bassdrum. Moment. Das ist der Kussmund. Der Kussmund. Genau. Ja. Ah ja. Genau. Und dann wäre da noch die Hi-Hat. Hi-Hat. Zunahme. Achso, Zunahme. Genau. Okay. Und 16 Uhr. Okay.
Und dann noch die Snares. Kannst du die? Ja, die Outward Snare, die geht wie so ein Pferd oder so, ne? Pferd, genau. Und dann noch die Inward Snare, bei dem man, wenn man es keine Luft holen kann. Gut. Und damit kann man dann Beat machen. Alles beginnt mit der Bassdrum. Weißt du, was es ist? Nein. Pass auf. Erklär. Du weißt ja, beim Beatboxen hat man immer so einen Ball hier, ne? Seht ihr den Ball? Ja, der Ball. Der Ball. Okay, und wenn ich ihn aufdopf. Wow. Das sind so Werfen. Ich ändere immer den Rhythmus. Hör mal. Deine Geschwindigkeit. Engagements. Sie sind jenseits des traditionellen Ehrenamtes, jenseits von Pflicht, jenseits von Erwerbsarbeit und Ausbildung und das Ganze erfordert viel Engagement. Geht auch sehr persönlich, jedem Einzelnen sehr nahe, denn jeder macht ganz eigene Erfahrungen. Und deshalb ist es weit mehr als nur ein Einsatz für andere, sondern es ist auch gewinnbringend für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst, das haben wir eben auch gehört. Es dient oft für junge Menschen der Orientierung, auch so ein bisschen Selbsterfahrung zu machen, sich selbst kennenzulernen, die eigenen Fähigkeiten kennenzulernen, sie auch weiterzuentwickeln, neue Erfahrungen auch zu machen. Sie dient auch als Überbrückung zwischen Schule und Ausbildung. Und ich glaube, es tut auch einfach gut, nach der Schule einmal diese Erfahrungen zu machen. Einfach zu sehen, wo stehe ich denn persönlich? Was kann ich denn tun? Ist denn der soziale Bereich für mich etwas? Oder vielleicht mache ich auch die Erfahrung, dass ich in einem anderen Bereich, in einem anderen beruflichen Bereich vielleicht mehr für mich selbst mich zurechtfinde. Also all das kann man erfahren und deshalb wird zwar FSJ und BFD in sozialen Einrichtungen absolviert, aber man lernt ja mehr kennen als nur den sozialen Bereich, nur in Anführungszeichen, sondern man lernt auch einfach kennen, wie ist das im beruflichen Leben, was kann man denn tun. Die Bildung in diesem Jahr, die ist etwas, was sehr weit auch über die sozialen Kompetenzen hinausgeht. Pädagogische Bildung, wie sie im Rahmen von FSJ und BFD geschieht, ist im Grunde genommen unverzichtbar für die Bildung eines jeden einzelnen Menschen. Und damit sage ich auch wirklich auch für jede Altersgruppe. Und ich glaube, es ist etwas ganz Wesentliches, was da an Erfahrungen auch mitgenommen wird. Für junge Menschen trägt sie natürlich zur Entwicklung von gestärkten Persönlichkeiten bei. Sie prägt Eigenschaften wie Selbstbewusstsein, Selbstständigkeit, Verantwortungsbereitschaft,
Toleranz etwas ganz Wesentliches in unserem Leben und natürlich auch nur, dass Sie das vielleicht mal als Größenordnung haben, jetzt bei über 85.000 Menschen in Deutschland, die sich für einen Freiwilligendienst entschieden haben, das ist ungefähr ein Zehntel des Geburtsjahrgangs. Natürlich verteilt, es sind nicht alle gleich, aber wenn das so bleibt, und das hoffen wir mal, dann wird ungefähr jeder zehnte Mensch einen Freiwilligendienst leisten. Das ist eine überschaubare Gruppe, also 10% ist jetzt noch nicht wahnsinnig viel, das darf noch wachsen, aber es ist aus meiner Sicht eine kritische Masse, wenn ich diesen Begriff mal benutzen darf. 10% heißt nämlich, sie sind so viele, dass es ab diesem Jahr keine Schulklasse mehr geben wird, auch keine Familie mehr geben wird, keinen Freundeskreis, keine Clique, keine Jugendgruppe mehr geben wird, in der nicht irgendjemand, mindestens jemand kennt, der sich für einen Freiwilligendienst entschieden hat. Und damit künftig jeder junge Mensch mit dieser Idee konfrontiert werden wird. Es wird keiner mehr durch die Schule, durch Studium gehen, ohne irgendwann mal gehört zu haben, da gibt es so etwas, das kann man machen und ich kenne jemanden, der das gemacht hat. Und deswegen ist meine Bitte an Sie, erzählen Sie von dem, was Sie erlebt haben. Erzählen Sie von Ihrer Entscheidung, sprechen Sie mit Ihren Freunden, sprechen Sie in den Familien, sprechen Sie später in Ihrem Beruf davon, dass Sie sich dafür entschieden haben und was Sie erlebt haben. Ich wünsche Ihnen allen, dass das natürlich vor allem positive Erlebnisse sind. Ich weiß, auch weil ich selber einen Freiwilligendienst gemacht habe vor vielen Jahren, im Ausland, in Israel, ich weiß, dass das sicher auch negative oder ja, überraschende, schwierige Momente gibt. Das gehört dazu. Ich kann für mich sagen, dass ich an den Schwierigkeiten mindestens so sehr gewachsen bin, wie an dem, was mir Spaß gemacht hat. Das ist vielleicht auch oft so, dann später, bei anderen Erfahrungen. Von daher erzählen Sie auch von den Schwierigkeiten. Erzählen Sie untereinander, bei den Seminaren tun Sie das, dafür sind die Seminare da. Erzählen Sie allen, denen Sie begegnen, was Sie erlebt haben und was es für Sie für eine Erfahrung war. Wenn Sie wollen, machen Sie Werbung. Wenn Sie finden, das Kritische überwiegt, dann bleiben Sie trotzdem nicht still, sondern sagen es uns, sagen es den Teamerinnen und Teamern, den Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsstelle, schreiben mir eine Mail, damit wir in diesem neuen Projekt ankommen. Mit den Händen, mit den Füßen und wie bin ich? Über die wilden Touren, der verschiedenen Kuren, man
Oh Mann, ich was Neues hier, seid ihr dazu bereit mit mir? Mit den Händen, labadi, labadi, mit den Füßen, labadi, labadi, keiner muss hier leiden, kann jeden Scheiß vermeiden. Mit den Händen, labadi, labadi, mit den Füßen, labadi, labadi, niemand macht hier Schlapp. Man kann